Ja, wäre es. Wäre es definitiv. Zumindest zum Großteil. Dann leuchte ich das hier so aus. So. Ich will jetzt nicht da im Wasser rumtauchen während des Nachtes, weil das Loch finde ich so nicht. Das ist zu dunkel. Den ganzen See jetzt trocken zu legen, wäre Irrsinn. Vor allen Dingen, weil ich ja auch auf die Mobs aufpassen muss. Aber wir haben auf jeden Fall Zeit, hier diese Kohle abzubauen. Und immer noch keinen einzigen Diamanten gefunden. Aber wir haben dafür jetzt so ziemlich alles andere gefunden, oder? Wir haben Redstone, wir haben Obsidian, wir haben Lapis Lazuli. Gut, Obsidian haben wir so auch zur Genüge, aber abbauen können wir ihn halt noch nicht. Aber wir haben Lapis, wir haben Gold, wir haben Zeug, das irgendwelche random Hexen mir an den Kopf geschmissen haben. Wenn ich mich hier wieder runterbuddel, komme ich dann auch wieder in die Höhle? Weitläufig genug dürfte sein, dass die Chance besteht. Wir können ja mal ein bisschen gucken. Vielleicht komme ich noch in ein anderes Eck der Höhle. Dann baue ich mir jetzt einfach mal eine Wendeltreppe. So und so und so. So und so und so. Schauen wir doch mal, ob hier früher oder später was kommt. Eine Höhle, ein Canyon, das Verderben. Zwei Endermen, zwei Creeper. 50 Skelette oder wieder so ein übertrieben heftiges. Wie das erste Mal, als ich in der Höhle gestorben bin. Oder einfach wieder Lava, wie das zweite Mal, als ich in der Höhle gestorben bin. Auch wenn das zum Großteil meiner eigenen Unfähigkeit zu verdanken war. Nee, das sieht irgendwie nicht danach aus. Hätte ja sein können. Dann gehe ich diesen Weg halt wieder hoch. Und dann sind wir schon wieder oben. Wo steht denn gerade der Mond? Wann geht die Sonne auf? Hier sind überall Schafe. Und da rennt ein Zombie rum. Und das Schaf, das guckt voll doof. Weil's ein doofes Schaf ist. Ich lauf hier durch das Dunkel. Und mir fällt kein Reim auf Dunkel ein. Außer vielleicht Karfunkel. Aber das ist schwer, sich so... Was? Ach, du frisst hier schon mal Gras. Liegt da Drop? Ja. Oh, ich liebe diesen Track. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Ich will unbedingt noch ein Let's Play zu Kirby und das magische Garn machen. Und dann einfach 30 Parts in dieser Stage bleiben, nur um über den Track zu schwärmen. Oh, ich liebe ihn, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Er ist so toll. Ein Zombie. Ja, jetzt komm doch her, du Typ. Damit ich dich töten kann. Ach, da ist schon wieder Wasser. Überall ist Wasser. Die Map ist... Oh, oh, kleiner Agro-Zombie, großer Agro-Zombie, kleiner Agro-Zombie. Viele Agro-Zombies. Ich will zu meiner Lava, ich will zu meiner Lava, ich will zu meiner Lava, 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 Lava. Ich schub's euch alle in die... Lava, Lava. Der glitscht sich hier einfach durch... Darf der das? Der glitscht sich hier einfach durch den Boden und durch... Das darf der doch nicht, oder? Warum darf der das? Warum darf der hier rumglitschen? Nicht, dass der das darf. Langsam geht die Sonne auch wieder auf. Also, der Mond geht langsam unter. So muss man sagen. Ich kann jetzt eigentlich die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Holz mitnehmen. Ich bin gerade am Überlegen, haben die Schafe eigentlich Fleisch gegeben? Die droppen nur ihre Wolle, wenn ich sie töte, oder?
Sonst würde ich mir jetzt gleich noch ein bisschen Essen besorgen. Ich guck einfach mal. Oh, noch ein Zombie. Der hätte sich auch mal melden können. Hey, Schaf. Ah, die droppen nur ihre Wolle. Na, wundervoll. Naja, aber wenigstens haben wir wieder ein bisschen Holz. Vielleicht kriege ich ja wenigstens einen Apfel. Na, Apfel? Apfel? Ein kleiner Apfel für mich. Ein Apfel. Apfel, Apfel. Apfel, Apfel. Da was gehört? Nö. Apfel. Apfel. Bitte ein Apfelchen. Wie viel Rotten Meat habe ich denn? 12. Ein Zedernsetzling. Fichtensetzling, okay. Tut mir leid, Setzling. Ich wollte nicht rassistisch sein. Ich bin schließlich kein Setzling-Rassist. Ja, sowas gibt es. Bestimmt. Vielleicht. Okay, ich höre einen Zombie irgendwo. Und ich höre ein Skelett. Ich stelle mich jetzt hier sicher hin. Lang dauert die Nacht ja eh nicht mehr. So, wusste ich doch, dass du jetzt vom Himmel fallen würdest. Du Mob, der einfach vom Himmel fällt. Was hat der gedroppt? Pfeile und Knochen. Die Pfeile kann ich schon gar nicht mehr einsammeln. Was brauche ich nicht? Die Setzlinge brauche ich nicht. Ja, hat geklappt. Gut. Das kann ich eigentlich auch wegschmeißen. Ich habe die Eisenklamotten. Das war sinnvoll, weil das werde ich jetzt gleich wieder einsammeln, wenn ich da vorne bin. Von dem her war das echt sinnvoll, was ich da gerade getan habe. Ich esse mal was. Wenn wir jetzt gerade oben sind, ich werde mich jetzt erst ein bisschen auf Nahrungssuche machen, bevor wir wieder runtergehen. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Was haben wir hier? Fichtenholz und das ist Eichenholz. Nee, dann nimmt das auch noch wieder Stacks weg, wenn ich das jetzt verbaue. Gleich müsste die Sonne aufgehen. Ja, sie geht auf. Die Sonne geht auf. Nee, tut sie nicht. Ach, der ist da hinten. Jetzt brennt er. Ja, brenne. Brennt, ihr Ungetüme, brennt. Warum habe ich die jetzt nicht getroffen? So, kommt schon. Irgendwo müssen noch ein paar andere Tiere noch sein, nicht nur Schafe. Oh, darauf wollte ich nicht hinaus. Okay. Nehmen wir mal das Schwarzpulver mit. Oh, alles voller Schafe. Kommt schon, hier muss doch noch ein anderes Tier sein. Alles außer Schafen gibt Essen. Alle anderen Tiere geben Mampf. Und ich mag Mampf. Ich mampfe Mampf sehr gerne. Ich muss ein bisschen im Auge behalten, wie ich wieder zu dem See komme. Aber ich denke, das kriege ich hin. Ich würde ja... Ich bin hier? Da ist der... Seht ihr? Da... Da ist der Eingang der Höhle. Ich bin da? Echt? Was? Wow. Bin ich weit... Ich dachte, ich bin jetzt irgendwo Meilen und Meilen weit weg von allem, was ich kenne und muss jetzt 10 Kilometer, 10.000 Kilometer weit laufen, bevor ich wieder etwas Bekanntes sehe und jetzt stelle ich fest, da drüben ist der Eingang. Da so ein paar Meter weiter vorne. Diese Höhle ist echt, das ist die Trollhöhle. Ganz ehrlich. Das ist die
übelst heftige Trollhöhle. Das heißt, es wäre gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt Hunger kriege, denn ich hab's ja nicht weit bis hier. Ich glaube, ich werde mir hier sogar einen Eingang hinbauen, auch. In den ich dann schön rein kann. Da baue ich mir hier einfach was Nettes hin. Muss ich halt ein bisschen was von dem Fluss ablassen, aber das soll ja nicht das Problem sein. Nach all den... Ach, das noch. Nach all den Ereignissen in dieser Höhle haben wir ja schon ein bisschen Erfahrung darin, Wasser in Massen zu entfernen. So, dann machen wir das einfach. Ich baue da meinen Standard-Höhleneingang hin. Da lebt noch irgendwo ein Zombie. Aber der kann natürlich jetzt auch in der Höhle drin sein. So. Dann machen wir das so. Hier kommt fester Boden hin. Wobei, da können wir jetzt eigentlich ein Dach draus machen. Schon. Oder ist schon hoch genug? Ja. Dann machen wir da ein Dach drauf. Et voilà! Ein Öleneingang. Oui, oui, sacre bleu, fantastique. Ein Eingang de la Öle. Der uns führt in die Tiefen von die Öle. So. Ich hab's eins zu kurz gemacht, oder ja? Hm. Dann also eine Eingang de Öle. So, sacre bleu. Frag mich nicht, warum ich gerade Französisch rede. Ich weiß es nicht. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. So, jetzt passt's. Jetzt muss hier ein Bodenblock hin. Das mache ich am besten mit Erde. Nein! Jetzt habe ich den Koppel da runtergeschmissen. Jetzt ist er ganz unten. Okay. Egal. Den hole ich mir schnell. So. Wow. Oh Gott. Das Chaos. Ich muss das ganz durchbauen, sehe ich auch gerade. Sonst komme ich da nicht nach oben dadurch. Na, das mache ich jetzt gleich nebenbei, während ich nach unten baue. So, das machen wir jetzt so und so. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd, Leute. Ich bin so blöd. Schon mal erwähnt, dass ich blöd bin. Ist das Lehm? Ja, Tatsache, Lehm. Wir haben Lehm gefunden. Cool. So, jetzt vorsichtig. Der Block passt hier sogar schon. Ich muss jetzt nur eine Wand hin. So. Nächsten Block nach unten. Alles ist noch tutti. Jetzt haben wir ein Problem, denn da kriege ich keinen Block hingesetzt, oder? Nee. Verdammt. Aber da, oder? Nee, auch nicht. Das heißt, ich muss noch mal kurz reinhopsen. Und dann wird gleich ein Zombie von hinten kommen. Ich höre ihn nämlich schon, wie er mir ins Genick hustet. Oh, Skelett. Das sind mehrere. Geh weg. Der Zombie ist da irgendwo im Wasser. Ich höre seine Schritte plätschern.